Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retroplay. Hagen und ich spielen heute mal wieder was Kleineres zwischendurch. Und zwar etwas, das ihr vielleicht irgendwie vom Spieltreff kennt oder wie heißt sowas heute? Billardsalon steht sowas manchmal. Ja. Oder in der Kneipe vielleicht, nämlich Airhockey. Ja, und für den Amiga gibt es ein sehr bekanntes und sehr schönes Airhockey-Spiel. Und zwar ist das, wo ist es? Da. Shufflepuck-Café. Genau. Ja, Shufflepuck-Café ist von Broderbund, oder wie heißt das? Broderbund, ja. Genau. Die kennt man von was zum Beispiel? Also ich kenne sie von Wings of Fury. Hat mir ziemlich viel Spaß auch gemacht. Und Shufflepuck-Café ist auch ziemlich gut. Genau. Es gibt noch ein sehr bekanntes Spiel von Broderbund. Warte, ich komme. Da ist es. Mist. Ja, das gucken wir uns vielleicht auch irgendwann mal an. Ist auch von Broderbund und ist, glaube ich, eines der am bestverkauftesten Computerspiele überhaupt. Und Shufflepuck-Café hat quasi den Weg dazu geebnet. Mhm. 1980 Broderbund gegründet, sind 1998, nachdem Myst erschienen ist, dann irgendwann verkauft worden. 2001 wurden die Rechte dann von Ubisoft übernommen. Mhm. Und wir wissen ja alle, was mit Firmen passiert, die von so großen Publishern gekauft werden. Und Shufflepuck-Café, sehr schönes Spiel, in dem man gegen verschiedene Computergegner spielen kann mit eigener Persönlichkeit. Und was es da für verschiedene Persönlichkeiten gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Dann viel Spaß. Viel Spaß. So, Hagen, dann lass uns mal den Airhockey-Tisch auspacken. Mhm. Shufflepuck-Café, so heißt das, ist nämlich in einer sehr interessanten Verpackung mit ganz viel Plastik. Und wir sehen auch hier schon ein paar von den Gegnern drauf. Ja, zeig mal die Rückseite. Genau. Na, da sehen wir so ein bisschen was auf der Rückseite eigentlich drauf. Genau, auch weitere Gegner. Ja. Und dann versuch's doch mal vorsichtig aufzu... Vorsichtig! Also es ist eine sehr merkwürdige Verpackung. Es knirscht nämlich ordentlich im Gebälk. Und was haben wir denn da so alles drin? Das ist die Anleitung. Also die Anleitung. Also kann man aufpacken und es ist ein Poster drin. Ja. Ja, schönes, eigentlich sehr schön. So ein bisschen klein, aber es ist das Covermotiv. Auch hier sehen wir wieder die ganzen Gegner und so. Und die Szene werden wir gleich im Spiel auch nochmal sehen. Dann haben wir die Diskette. Mhm. Richtig oldschool, eine richtig coole Diskette. Ja, nicht so wie sonst mit 87 verschiedenen Disketten. Und dann eine sehr große und sehr leere Verpackung. Genau, also wir sehen hier, passt die Diskette genau rein. Knirsch. Und es würde theoretisch hier oben auch die Kassette reinpassen. Nur dass Shufflepuck-Café nie auf Kassette erschienen ist, glaube ich, oder? Ach, war das so ein standardisiertes Naja, das Erfüller? War, also das ist für viele verschiedene Spiele wohl... Blödes Ding hier. Genau, hier ist das Booklet quasi. Ja, und auch da Hinterseite und da ist leer für ihren Raum, für ihre eigenen Notizen. Das musst du heute mal sehen, dass du leere Seiten in der Spiele, also in der DVD-Hülle kriegst. Ja. Wobei gibt es, glaube ich, inzwischen auch, also die sparen so viel inzwischen. Da war das noch richtig viel hier. Ja, hier ist über die Firma noch ein bisschen was, aber da haben wir schon was gesagt. Hat eine familiäre Atmosphäre, ist irgendwo in der Nähe von San Francisco und ja. Heute nicht mehr da. Heißt übrigens Broderbund Software, wie ich gerade hier drauf sehe. Richtig, richtig. Nicht Broder, nur Broderbund. Hm? Broderbund Software Incorporated. So, ja, dann legen wir doch die Diskette mal virtuell ein quasi und legen los. So. Unterschied zu sonst, bei den anderen Spielen haben wir ja meistens auf Festplatte installiert. Das geht zwar auch mit Shufflepuck-Café, dann ist es allerdings so schnell, dass es unspielbar wird. Deswegen hier Original Amiga 500 Flair mit Original Amiga 500 Ladegeschwindigkeit. Na, eine ganz interessante Musik noch im Hintergrund. Die wir könnten natürlich auch einen Wettbewerb draus machen sozusagen. Also wenn ihr das natürlich auf Festplatte installiert und gewinnen könnt, mehrmals gegen verschiedene Gegner, genau, dann bitte posten. Postet eine Videoantwort, wenn ihr so wahnsinnig seid, das auf Festplatte mit Amiga 1200 zu spielen. Und dann wollen wir das doch mal sehen. So,
Ich finde diese Intro-Musik irgendwie sehr merkwürdig. Gehen wir mal weiter. Da vorne sieht es voll nach dem Hinteraus aus oder Eingang aus. Ne? Ja, das ist so ein verruchener Club irgendwo, wo wir da jetzt gleich spielen. Genau. Das, was wir jetzt hören, ist zwar nur ein Loop, aber den finde ich irgendwie, der hat sich bei mir viel mehr ins Gedächtnis eingebrannt. Ja. Wenn ihr übrigens unser Hörspiel digitalisiert kennt, da gibt es eine kleine Anspielung auf Shufflepack Café, also hört mal rein. Ist wirklich nur ganz klein, aber vielleicht findet ihr sie ja. So. Also das sind alle Gegner, soweit ich es weiß, oder Dennis? Mhm. Das ist ja ich erinnere mich da ganz dunkel, dass das eigentlich schon ein Drittel vom Spiel ist. Genau, das ist das Line-Up, das sind die verschiedenen Gegner, gegen die man spielen kann. Und ich gucke gerade hier mal in der Anleitung, Startup Special, die Anweisung, wie man das Spiel startet. Erstens, Reset Machine. Zweitens, Insert Shufflepack Café into your Disk Drive. Das ganze Café. Ja. Gut, playing the game. Welcome to Shufflepack Café. Du bist der erfolgreichste Krypton 3-Verkäufer der Galaxis und auf dem Weg zum größten Verkauf deiner Karriere geht der Wagen kaputt, lalalalala, und man kommt dann... Sehr wichtige Story. Vorgeschichte, kommt man jetzt in diesen Club. Da gibt es ganz viele Gegner, die sehen wir ja auch. Genau, also, to begin playing, just click on your opponent. You may want to select the droid first as a practice partner and first opponent. Also, der Kellner. Hagen, magst du mal gegen DC3 Also kämpfen? DC3 Also, von wann ist das Spiel? 1989, glaube ich. Ah, da war schon. Ja, also DC3 Also. Das ist, glaube ich, der einfachste. Also machen wir doch mal ein kleines Testmatch. Ist ja auch schon ein bisschen her. Ah, guck, da hinten ist er. Der sieht ja guck wie Knight Rider. Sieht nicht aus wie in dem Bild. Aber das macht nichts. So, ich schnicke dann einfach mal den Puck darüber. Der reagiert auch noch gut. Boah. So anschneiden oder was? Der ist der einfachste, hä? Das ist der, also laut Anleitung ist das der einfachste, weil der ist eigentlich. Ah. Der ist nur die Bedienung. Übrigens habe ich in den noch reingewirkt. Is a standard training robot developed by Tons of Fun Industries. You can adjust his playing style and characteristics to suit yourself. Okay. Also was, du hast den angepasst auf super hart. Der hat noch keinen einzigen Ball, ich schnick mir den immer selbst rein. Super. Hagen, das ist gibt Abzug in der B-Note. Ah. Das ist so da, in die Richtung musst du. Ja, das Problem ist dass die Maus ist halt so super weich und ruckelt dann da auch richtig weich rum. Das ist... Jetzt halt, in dem Spiel ist das halt sehr empfindlich. Es geht, da muss man schon sehr... Mit empfindlich bin ich nicht so gut. Sehr behutsam umgehen. Jetzt. Schön finde ich das immer, dass diese imaginäre Glasscheibe immer zerspringt. Ich frage mich zwar, wo beim Airhockey plötzlich die Glasscheibe herkommt. Das ist der Plastik-Cage außenrum. Und wer zwischendurch immer die kaputten Glasscheiben austauscht wieder. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine sehr schöne Metapher, mit der man erkennt, ob man jetzt getroffen hat oder nicht. Ja, also fürs Spielerlebnis ganz praktisch, nur völlig unlogisch, aber macht ja nichts. Und Hagen, ich sehe, du führst jetzt schon 6-3, also das könnte was werden gegen den Trainingsroboter. Du bist so aufbauend zu mir, es ist unglaublich. Es könnte sein, dass du gegen den einfachsten Gegner doch noch einen Hauch einer Chance hast. Ja, wir sehen das dann gleich, wenn ich spiele. Gegen den Trainingsroboter? Ja, ich würde dann gleich den nächsten nehmen. Ja, ja. Finde ich auch. Jetzt sag mal ein bisschen anspruchsvoll. Genau. Willst du ja wohl nicht sagen, dass du genauso schlecht bist wie ich? Mindestens. Oh, er fiepst. Ja, der leidet. Ja. Leide, Roboter. Genau, also das Spiel ist ja grafisch relativ eingeschränkt. Aber was ich ganz schön finde ist, das werden wir auch bei anderen Gegnern noch sehen, dass die zumindest so ein bisschen reagieren und sich so ein bisschen bewegen mal. Ja, und nicht einfach nur ganz blöd da in der Gegend rumstehen. Oh, der war aber schon mit der Rückseite des Pucks mit rausgezuppt.
Aber du könntest vielleicht noch was währenddessen zu den Regeln eigentlich sagen. Also ich meine, man sieht sie ja schon so. Genau. Simply move the mouse to control your shuffle pack pedal. Wenn du die Maus, wenn du den Mausknopf gedrückt hältst, dann kriegst du einen Ja. anderen Spielstil, so wie unten erklärt ist. Ja, Also, geht. Hab gerade einen Schmetterpuck gemacht. Dann ist ja auch einfach. Wenn wir jetzt eine Taste drücken, dann kommt das. Du brauchst Ah, du keine hast schon Taste mehr gewonnen, drücken. okay. Bei 15 Pucks im gegnerischen Genau, da gibt es nämlich das Glas. Droid-Menü und man kann den da jetzt einstellen, könnte den da jetzt einstellen. Den wen? Den Gegner. Ach so, Also den Gegner, da da in kann dem das. Menü könnte man das aber ist jetzt auch egal, Für den nächsten, hast der den, wen haben wir gewonnen. noch? Jetzt lassen wir erstmal gucken, wie kommen wir jetzt hier eigentlich wieder raus. Also man kann hier irgendwie Bounce und Power und andere Pedals und das ist mir alles irgendwie zu Also wenn du liest, also kompliziert. erkläre ich zumindest nochmal grob, worum es geht. Also man hat diese karierten Felder da direkt vor sich. Innerhalb von diesem kann man den Puck, nee, den Puck ist ja das kleine Ding, wie soll man das, den Schläger hin und her bewegen, vorwärts, rückwärts, wie auch immer. Und muss mehr oder weniger den Puck einfach nur in die gegnerische Zone ballern. Und möglichst am gegnerischen Schläger vorbei. Und das ist das ganze Spiel eigentlich. Und Ja, dabei kann also. man anschneiden und so ein bisschen, jetzt habe ich eben gelernt, auch mit der Maus dann irgendwie mehr Wumms oder so hinterherbringen. Irgendwie sowas. Also, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Jetzt ist die Frage. Während eines Spiels kann man, wenn man irgendeinen Knopf drückt, Quit drücken. Mal, wenn ich jetzt hier. Taste drücke, komme ich da jetzt wieder raus? Escape? Ah. Tut er was? Tut er was? Das sieht nicht so gut aus. Hm. Was habe ich jetzt gemacht? Es ruckelt. Jetzt habe ich. Merkwürdig. Du hast das Spiel zum Absturz Ich habe es gebracht. kaputt gemacht. Drück doch mal entfernen. Das ging doch immer. Entfernen? Ich Hier. weiß nicht, woher du das wusstest. Pures Glück! Aber wie komme ich denn jetzt wieder ins Hauptmenü, wenn ich mal gegen jemand Drück doch mal die anderen spielen will? Menü-Taste. Die Menü-Taste, ach so. Space, Champions. Ich Was schwör. passiert, wenn ich auf Soll ich mal Champion? Champions Klick mal drücken? auf Champions. Ich drück mal auf Game. Drück mal auf Game. Dennis, vielleicht macht es mehr Sinn, wenn man irgendwie die Anleitung liest so. Ja, hier, liest du. Ich versuche mal in der Weile hier wieder rauszukommen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir es geschafft haben. So, wir haben jetzt rausgefunden, wie es geht. Muss ja daran denken, Amiga, Menü. Da funktioniert das anders als heutzutage. Also, ich hole das Menü hoch, das soll einfach ein Pull-Down-Menü sein und wenn Amiga geht man in ein Pull-Down-Menü mit Der der linken Maus. Ach, rechten Maustaste. ist das lange her. Ja, und hier kann ich jetzt einstellen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Größe von den Schlägern. Pedal, von den Schlägern verstellen. Ich könnte den Gegner da verstellen. Man kann auch so Blocker reinbauen, also dass da in der Mitte Hindernisse. so ein Hindernis ist. Genau, finde ich aber irgendwie doof. Und wir können jetzt sagen, bitte New Opponent. Mann, ist das lange So, her. Früher war okay. das bestimmt selbsterklärend, weißt du? Und heute Ja, sitzt man früher war das davor. irgendwie intuitiver. Man merkt halt doch, dass wir alt werden. So, Hagen, Ja. was ist denn der zweiteinfachste, den ich jetzt mal probieren kann? Du willst jetzt, dass ich. Also, jetzt habe ich natürlich nicht die. Novice Player. Skip Feeny, der Das Nerd mit müsste der Brille. der da sein. Ja. So. Der sieht so ein bisschen aus wie. Wie hieß dieser Zauberer? Harry Potter. Ja. Das habe ich geoutet Ja. als. Kenne ich nicht, deshalb. Dieser aber hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, dann los. Den habe ich doch schon mal gut getroffen. Schon wieder gut getroffen. Ah. Wenn du die Mausbutton, wenn du den Mausbutton drückst, kannst du verschiedene Spielstile hervorrufen. Ja, was auch immer genau dann eigentlich passiert. Soll ich das nachlesen? Du kannst ja mal Oder lederst du nachlesen. ihn so einfach ab? Ich versuche ihn mal abzuledern und du liest mal nach, was die damit meinen. Mit dem Mausknopf kann man verschiedene Spielstile. Ich habe immer schon 2 zu 0. 3 zu 0. Das geht jetzt schnell. Ich kann gar nicht so schnell lesen, wie du Genau, gewinnst. liest du mal, ich leder den mal kurz ab. 4-0. Ne?
Oh, du kannst die Power einstellen, indem du mit dem Mausrad rumwurschtelst, glaube ich. Es gab doch gar kein Mausrad, oder? Gab's nicht, ne. Und? Drück mal den Knopf hoch. Wie Knopf hoch? Drück mal den Knopf hoch. Was für ein Knopf? Den Knopf. Den Cursor hoch. Ja, damit kann ich vorwärts gehen. Also damit kann ich den steuern. Kann ich aber auch mit der Maus. Ach so. Das war eigentlich der Grundgedanke, war einfach nur, du kannst dadurch mehr Power geben. Super. Ah, wenn du nach vorne gehst, dann kannst du... Kriegt der mehr Speed. Das ist ja fast nicht selbsterklärend. Nein, nein, deswegen. Und das ist in einem so langen sogar ich jetzt hier... Abschnitt erklärt. So, ja. Okay, jetzt fängt er an, sich zu beschweren, aber das macht nichts. Dumm-di-dumm. Der ist jetzt irgendwie fast zu einfach. Was dafür, dass du am Anfang so rumgequält hast dich? Ja, ich habe immerhin noch keinen Gegentreffer. Na? Na, okay. 13, 2 noch. Drück mal die Maus bitte. Also gedrückt halten. Ja. Wirklich, bevor du gerade am Gewinnen bist. Aber jetzt habe ich die Maus gedrückt und jetzt passiert irgendwas. Ja. Ich gewinne. Du bist schneller. Okay. Ja, dann. Das war der zweite. Dann machen wir doch mal weiter mit dem dritten.